Die Browser-Software ist in der Lage, bestimmte Vorkommnisse wahrzunehmen, zum Beispiel einen Klick mit der Maus oder wenn ich mit der Maus am Fenster ziehe, um den Viewport neu einzustellen. Solche Dinge werden Event genannt und solche Events kann ich mit JavaScript registrieren und damit Funktionen auslösen. Ich werde das jetzt am Beispiel eines Klicks zeigen und dann auch noch am Beispiel des Neueinstellen des Viewports. Ich habe ein einfaches HTML-Dokument mit zwei Texten. Ich werde nicht die auf den Event reagieren lassen, sondern einen Button bauen, weil mir das in diesem Zusammenhang sinnvoll erscheint. Und ich tue dies nicht mit dem Button-Element. Es gibt ein HTML-Element, das Button heißt und das dann so gerendert wird. Und es ist auch so ein bisschen interaktiv. Es reagiert hier farblich auf den Cursor. Aber eigentlich ist das ein Formular-Element und ich verwende es nicht so gerne für solche Zwecke, also um einen Event irgendwie zu verarbeiten, weil es etwas schwierig zu gestalten ist mit CSS. Also es ist einfacher, ein P oder ein Div oder so etwas zu gestalten mit CSS als ein Button, weil du musst dann zuerst immer diese graue Fläche loswerden. Und also ich werde einen Div nehmen und ich gebe dem Div eine ID Button. Dann drücke ich die Tabulator-Taste, das ist wieder so ein Emmet-Snippet, so eine Art Plugin-Funktion in meinem Texteditor. Und du siehst, das wird dann zu einem öffnenden und schließenden Div-Tag mit einer ID namens Button. Und eigentlich kann ich das gleich so lassen, ich muss gar nichts hineinschreiben. Ich werde jetzt etwas CSS schreiben. Dazu schreibe ich Style Tags im Head meiner HTML-Datei und verwende, ich kann jetzt entweder div verwenden oder die ID, das ist wahrscheinlich sicherer, falls ich später noch weitere divs baue. Und dann schreibe ich hier Background Color. Ich kann schreiben Background oder Background Color, das ist egal. Und dann brauche ich eine Farbe. Zum Beispiel rot. Und jetzt sehe ich nichts. Der Grund ist, dass dieses HTML-Element keinen Inhalt hat. Also sobald ich jetzt hier unten etwas hineinschreiben würde, dann würde ich das sehen. Es ist ein Block-Element, darum füllt es die ganze Zeile, obwohl nur ein Buchstabe drin steht. Aber wenn ich nichts drin habe, dann sehe ich auch nichts. Und darum gebe ich dem eine bestimmte Abmessung. Ich sage zum Beispiel, das ist jetzt 100 Pixel groß, breit, 100 Pixel breit. Und es soll auch eine Höhe von 100 Pixeln haben. Und dann kriege ich ein Rechteck. Und wenn ich noch sage, Border Radius 50% oder 50 Pixel in diesem Fall, dann kriege ich einen Kreis, also dann kriege ich runde Kanten. 50% ist einfach bis in die Hälfte und dadurch entsteht ein Kreis, solange nichts drin steht. Wenn ich jetzt noch hineinschreiben würde, würde es das wahrscheinlich verzerren. Aber das ist jetzt im Moment okay. Und ich kann dann noch die Interaktivität weiter symbolisieren, indem dass ich in CSS mit der Eigenschaft Cursor und dem Wert Pointer dazu das führt dazu, dass der Cursor die Form wechselt, sobald ich dieses Element überfahre. Sobald der Cursor hovert auf diesem HTML-Element, wird es zur Mickey Mouse Hand. So viel zur Gestaltung. Jetzt bin ich bereit, um dieses Element Div mit der ID-Button mit einem sogenannten Event Listener auszustatten. Das ist eine Funktionalität, die dazu führt, dass dieses Element auf bestimmte Events reagiert, beziehungsweise dass Events im Zusammenhang mit diesem Element
registriert werden. Und dazu muss ich zuerst dieses Element in meinem JavaScript-Programm erfassbar machen oder wahrnehmbar machen, und das tue ich, indem ich es einer Variable zuweise. Ich schreibe const myButton gleich Document. Und weil ich eine ID habe, es gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte sagen Query Selector oder es gibt auch noch Select by ID oder wie heißt jetzt das schon wieder? Get Element by ID. Ich verwende in den letzten Jahren immer nur Query Selector. Ich bin etwas faul geworden, aber es gibt auch noch Get Element by ID. Wenn ich es so mache, schreibe ich den ID-Namen hier hinein. Und wenn ich jetzt sage, ich kann es hier prüfen in der Konsole und myButton hineinschreiben, dann sehe ich, dass das gefunden wird. Oder du machst es so, Query Selector. Und wenn du Query Selector schreibst, dann musst du die CSS-Schreibweise verwenden. Dann machst du eine Raute vor den Button, also vor den ID-Namen. Die Raute steht für ID. Und wenn du jetzt myButton schreibst, dann wird wieder der Button gefunden. Also beides ist möglich. Und jetzt kann ich diesem Namen myButton, also das ist jetzt der Name für dieses HTML-Element, den kann ich jetzt mit einem sogenannten Event-Listener ausstatten. Und dazu verwende ich die Punktschreibweise. Ich sage add Event-Listener. Also das ist eine Methode wieder, die jedes HTML-Element eigentlich hat. Und das kann ich jetzt aktivieren, indem dass ich hier den Namen eines Events hineinschreibe. Und ein Klick mit der Maus wird als Klick bezeichnet. Und damit beginnt quasi dieses Element auf den Mausklick zu hören. Vorher ist nichts passiert, wenn ich es angeklickt habe. Jetzt kann ich den Klick mit etwas anderem verbinden. Und was ich jetzt brauche, ist eine Funktion. Also wenn du einen Event-Listener hast und der Event findet statt, dann kannst du das benutzen, um eine Funktion aufzurufen oder um eine Funktion auszulösen. Und hier gibt es etwas, was extrem wichtig ist. Du schreibst nicht die Funktion an sich hinein, sondern nur den Namen der Funktion. Das ist ein großer Unterschied. Also wenn ich die Funktion hineinschreiben würde mit der Klammer, dann würde das dazu führen, dass das als Argument gelesen wird, das aus einer Funktion besteht natürlich, und die Funktion wird ausgeführt und das Resultat der Funktion wird dann an diese AddEventListener-Methode übergeben, also die fertig ausgeführte Funktion. Das ist aber nicht das Gleiche, wie wenn du durch den Klick die Funktion aufrufst. Also was wir hier übergeben, ist nicht das Resultat einer Funktion, sondern den Namen einer Funktion, die aufgerufen werden soll, sobald der Klick stattfindet. Das ist vielleicht nicht unmittelbar klar, was diese Unterscheidung bedeutet. Du kannst dir einfach merken, beim AddEventListener lässt du die Klammer am Ende der Funktion weg. So etwas wird als Callback bezeichnet. Der Callback ist eine Funktion, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgerufen werden soll. Und diese Funktion, die nenne ich nicht foo, ich gebe dir jetzt einen gescheiteren Namen, zum Beispiel, ich könnte das nennen Change, ich sage den Change Font, weil ich möchte jetzt den Font auf dieser Website auswechseln, sobald ich diesen Kreis anklicke. Und dann schreibe ich eine Funktion mit diesem Namen. Es gibt verschiedene Prinzipien oder Regeln, wo das Funktionen stehen sollen. Es gibt Leute, die sagen, die Funktion steht immer dort, wo man sie braucht, oder kurz bevor. Es gibt Leute, die sagen, die Funktionen kommen alle an den Anfang und andere schreiben sie alle ans Ende. Es gibt Programmiersprachen, wo das wichtig ist. In JavaScript ist es völlig egal. Sobald JavaScript geparsed wird, werden alle Funktions-
Deklarationen an den Beginn eines Skripts verschoben. Ich mache das darum, gewohnheitsmäßig, von Anfang an so. Ich schreibe Function change font, Klammer auf und zu. Ich verwende jetzt hier kein Argument. Und dann gehe ich direkt auf den Style des Dokuments, des Body des Dokuments und sage Document Body Style Font Family gleich Comic Sans MS. Ich glaube, die Kleinschreibung ist hier irrelevant. MS steht für Microsoft und Comic Sans ist eine Schrift, die von Microsoft publiziert wurde. Und das müsste jetzt eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt ins Browserfenster gehe. Hier wird immer noch diese Selektion angezeigt und das will irgendwie nicht weg, darum lade ich das neu. Ah, das ist wahrscheinlich, weil ich da unten immer noch in die Konsole geschrieben habe. Okay, jetzt bin ich soweit und klicke das an. Und der Font hat geändert. Und das ist etwas witzlos, weil wenn ich das jetzt erneut anklicke, passiert nichts mehr. Ich könnte vielleicht hier eine Variable einführen, die heißt let font changed. Das mache ich mit let, damit ich den Wert ändern kann. Wenn ich const schreibe und dem true sage und es dann auf false setze, gibt es wahrscheinlich einen Fehler. Font changed false. Und dann kann ich unten sagen if font changed. Wenn ich das so schreibe, also ich muss nicht gleich true schreiben, sondern ich kann es einfach so hineinschreiben. Wenn font changed den Wert true hat, dann gilt diese Bedingung und wenn nicht, dann gilt diese Bedingung nicht. Es ist nicht nötig, hier ein doppeltes Gleichzeichen zu schreiben. Und da kann ich sagen, Times New Roman. Und jetzt mache ich es so, dass wenn ich das anklicke, die Variable font changed von false auf true geht. Also ich kriege einen neuen Wert und was ich hier tun kann, das ist so ein Trick. Ich kann das Ausrufezeichen bedeutet das Gegenteil. Ich kann sagen, der Wert, den font changed kriegt, ist der umgekehrte Wert von dem, den es hatte. Also wenn es false war, wird es true. Wenn es true ist, wird es false. Und dann wird geschaut, ja, was ist es denn jetzt? Wenn es true ist, kommt die Comic Sans aufs Tapet. Und wenn es false ist, ist es die Times New Roman. Und jetzt kann ich hier hin und her wechseln auf einen Mausklick. Also so kannst du beliebige Elemente auf einer Website in einem HTML-Dokument ausstatten mit einem Event-Listener und indem du dann eine Funktion schreibst, die kannst du dann als Callback, als zweites Argument diesem Event-Listener übergeben. Das erste Argument ist die Art des Events und so kannst du eine Website um ganz verschiedene Effekte bereichern. Das ist das erste Beispiel. Vollständigkeitshalber hier möchte ich noch ein optionales Argument erwähnen. Du kannst hier einen beliebigen Namen hineintun, wenn es hier ein Argument drin hat, dann kriegt der Callback, kriegt diese Funktion zum Zeitpunkt, zu dem sie aufgerufen wird,
das Ziel des Klicks oder das Ziel des Events als Argument übergeben. Also ich könnte hier noch Console Log ABC schreiben. Und was ich hier kriegen sollte, ist dieser Div mit der ID-Button. Das ist das Ziel meines Klicks. Und ich kann den an diese Funktion übergeben, um vielleicht dann noch weiter mit JavaScript dieses Element zu manipulieren, um es vielleicht zu löschen oder irgendetwas damit anzustellen. Also du kannst dieser Funktion immer noch auch das HTML-Element übergeben, mit der sie aufgerufen wurde. Und jetzt sehe ich hier Click Target Div Button. Ah, es ist also nicht das Ziel, sondern es ist ein Objekt zu diesem Event. Und wenn ich das eigentliche Element, das Ziel meines Klicks haben möchte, dann kann ich das tun, indem ich hier ABC Target schreibe. Also wenn ich es jetzt anklicke, dann sehe ich hier diesen Button. Also ich könnte zum Beispiel hier so etwas machen wie, ich könnte sagen, dass der eine Art Selbstzerstörungsmechanismus hat. Also wenn ich es anklicke, dann wird er gelöscht. Es ist auch möglich, den Event Listener in dem Moment, in dem er aus den Event wahrnimmt, den Event Listener wieder zu entfernen. Aber ich möchte hier jetzt nicht zu fest ins Detail gehen, aber es ist vielleicht nützlich, wenn ich das mal erwähne. Und in der Regel wird hier nicht ABC verwendet, um diesen Parameter oder dieses Argument zu benennen, sondern es wird E oder Event geschrieben. Also häufig siehst du hier ein E und damit ist eben gemeint, dass der Callback, die Funktion, wenn sie mit diesem Argument ausgeführt wird, dass sie hier ein Objekt kriegt, das zusätzliche Informationen zu diesem Event enthält. Gut, also so viel mal zum Klick. Und jetzt möchte ich ein Programm schreiben, das nicht den Font ändert, sondern ein Programm, das vielleicht diesen Button hier dem eine neue Größe gibt, jedes Mal, wenn ich die Fenstergröße verändere. Und dazu brauche ich nicht ein HTML-Element, das ich anspreche. Bis jetzt kennen wir das Objekt Document, das Informationen zu allen HTML-Elementen auf dieser Website enthält. Aber es gibt noch ein weiteres Objekt, das heißt Window, und das bezieht sich auf alles, was die Browser-Software uns an Informationen gibt, die das Fenster hier betreffen. Und das heißt Window. Und hier kann ich einen Event Listener hinzufügen vom Typ Resize oder der auf den Event vom Typ Resize hört. Und der soll eine Funktion aufrufen, die heißt Change Button meinetwegen. Und diese Funktion, die schreibe ich jetzt. Der Callback braucht ein Pendant als Funktion. Change Button. Und auch hier könnte ich wieder dieses Argument übergeben, um Informationen zum Event zu kriegen. Das brauche ich jetzt hier nicht. Und dann, jetzt habe ich die Variable gelöscht, die ich vorhin hatte. Ich schreibe nochmal const myButton
Und jetzt möchte ich die Breite und die Höhe dieses Buttons ändern. Soll aber weiterhin rund bleiben. Und wenn ich jetzt schauen gehe, im CSS habe ich gesagt, Border Radius 50%, also das heißt, egal wie breit und hoch das Ding ist, es sollte immer rund bleiben. Also der Radius der Kanten, der sollte immer 50% der Breite und der Höhe sein. Das heißt, wenn ich das gleichmäßig hoch und breit mache, dann sollte das rund bleiben. Und jetzt schreibe ich hier My Button Style with gleich. Das kann ich mit einem Template Literal machen. Math random mal 300 und dann direkt anschließend Pixel. Das sollte mir eine Zahl zwischen 0 und 300 geben und das zusammenschweißen mit P und X und damit ein String machen. Und das wird dann hier als Breite zugewiesen. Und jetzt habe ich ein Problem, weil ich möchte das auch als Höhe. Das heißt, um an diesen Wert zu kommen, genau den gleichen Wert, ich möchte nicht, dass sich das verzieht, muss ich diese Rechnung auslagern. Und in eine Variable schreiben, const new size gleich. Und dann schreibe ich hier new size hinein und das gleiche für die Höhe. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Hoppla. Ah, es ist ja nicht mehr der Klick, sondern es ist das Ziehen am Viewport. Und du siehst, das scheint hier ganz gut zu funktionieren. Ästhetisch ist es nicht so befriedigend, weil offensichtlich passiert das recht viel. Also der Event passiert nicht, wenn ich fertig bin mit dem Resize, sondern die ganze Zeit. Was vielleicht nützlicher ist in diesem Zusammenhang als so ein hin und her springender Knopf. Also erstens könnte ich das mit CSS eleganter machen, das kann ich gleich noch zeigen. Aber was hier vor allem nützlich ist, ist, dass du vielleicht wissen möchtest, wie groß das, dieser Viewport effektiv ist, wie viele Pixel das sind. Also zum Beispiel, wenn du eine Canvas, die Canvas-Breite und Höhe neu einstellen möchtest. Es gibt in P5 natürlich Vereinfachungen für dieses Problem, aber es ist vielleicht nicht schlecht, das auch einmal so in reinem JavaScript zu sehen. Die Breite des Browserfensters, die erfährst du ebenfalls mit dem Window-Objekt. Und das ist Window-Inner-Width und Inner-Height. Das sind die Werte für die Breite und die Höhe des Viewports. Und ich schreibe das mal in eine Variable, damit ich nicht zu lange Zeilen kriege. Und dann schreibe ich das in die Konsole, console.log, wieder mit einem literal the windows width is now und dann breche ich um die Zeile. Das kann ich tun in einem Template Literal und dort sage ich and its height is so, um vielleicht die Zeile ein bisschen zu markieren. Ich kann noch ein Smiley anfügen. Okay.
Jetzt schauen wir mal, ob das geht. Also wenn ich am Fenster ziehe, dann wird hier reingeschrieben, hier einen englischen Tippfehler. Und jetzt kriege ich hier die Meldung, also die Fensterbreite ist jetzt 710 Pixel und die Höhe 337 oder ganz am Ende waren 690 und 337. Jetzt, ich habe einmal dran gezogen und es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal wurde das abgefeuert hier. Und ich kann das überprüfen mit der Screenshot-Funktion, zumindest unter Mac OS. Und dann sehe ich hier nicht so gut leider die Zahlen. 692, aber ich habe nicht so genau gemessen. 690, das ist ziemlich akkurat. Und 300, irgendetwas um 339 oder 337. Also da kriegst du wirklich sehr exakte Werte. Ich weiß jetzt genau, wie groß der Viewport ist. Das ist vielleicht einmal nützlich. Und jetzt vielleicht noch um das ästhetische Problem mit diesem runden Kreis hier etwas befriedigender zu lösen. Das hat mit Events nichts mehr zu tun. Du kannst auch abschalten jetzt. Aber was ich tun kann, ist, dass ich hier nicht die Breite neu einstelle, sondern erstens einmal eine Skalierung mache. Es gibt eine Eigenschaft, die heißt Transform und das umfasst Rotation und Skalierung und Verzerrung. Da brauche ich nur eine Zeile. Und als Wert sage ich Scale. Das ist eine Art Funktion. Und diese Funktion, die akzeptiert Zahlen. 1 ist 100% und 2 ist 200%. Also eine Verdoppelung der Größe ist 2. Und hier die New Size wäre in dem Fall, ich würde mal sagen, maximal eine Verdoppelung. Oder wir könnten sagen, etwas zwischen 100 und 200%. Das wäre dann 1. 1 plus Math Random. Das gibt dann eine zufällige Zahl zwischen 1 und 2. Und das kann ich direkt so hineinschreiben. Es müsste gehen. Ja, das funktioniert. Wir sehen, es wächst aus der Mitte. Es gibt die Möglichkeit, in CSS dann anzugeben, von wo aus transformiert wird. Das schreibt sich so. Transform Origin. Und da kann ich sagen, top left oder 0%, 0%, das ist links oben. Und jetzt wächst es wieder so wie vorher. Das ist immer noch nicht schön, aber was ich jetzt machen kann, das ist so ein schöner CSS-Trick, das heißt eine Transition. Und da kann ich sagen, für welche Eigenschaft ich eine Transition will. Eine Transition ist eine animierte Interpolation. Eine Interpolation, das ist das Ausrechnen von Zwischenschritten zwischen zwei Größen oder zwischen zwei Werten. Und wenn ich einen Zeitraum angebe, dann passiert das mit einer Animation. Und ich kann sagen, all, das sind alle CSS-Eigenschaften, oder ich kann das beschränken auf diese Transform-Eigenschaft und dann gebe ich einen Zeitraum an, zum Beispiel 0,2 Sekunden. So lange soll eine Interpolation dauern. Und dann schließe ich das ab mit dem Semikolon. Und jetzt wird das sehr flüssig. Also du siehst, es springt nicht zwischen den Werten, sondern es gibt einen Übergang von 0,2 Sekunden. So, das ist ästhetisch etwas befriedigender. Jetzt kannst du vielleicht selber einmal versuchen, ein bisschen Elemente mit einem Event-Listener zu beeinflussen, durch einen Klick oder durch das Neueinstellen des Browserfensters. Oder du kannst bei MDN in der Event-Reference einmal nachschauen gehen. Es gibt dort eine Auflistung von Event-Typen. Es gibt eine Auflistung von
verschiedenen Gruppen von Events und dann weiter unten gibt es eine Auflistung aller Events. Niemand kennt alle Events auswendig, aber du kannst das mal überfliegen. Vielleicht findest du etwas, was dich spontan anspricht, und dann kannst du mal eines auswählen. Es gibt zu jedem dieser Events gibt es Beispiele, die du copy-pasten kannst. Also hier siehst du zum Beispiel Drag and Drop, Key Down, Key Press, Key Up, Paste, also wahrscheinlich was passiert, wenn du Copy-Paste im Browserfenster verwendest. Ich habe das noch nie verwendet. Etwas, was noch interessant ist, das kann ich mal suchen, indem ich Load schreibe, das ist der Zeitpunkt, zu dem das HTML-Dokument vollständig geladen wurde. Das kann vielleicht einmal nützlich werden, weil es sein kann, dass JavaScript ausgeführt wird, bevor die ganze Seite geladen wurde. Und das kann zu unerwünschten Effekten führen. Und indem dass du das ganze JavaScript-Programm in eine Funktion hineinschreibst und diese dann aufrufen lässt durch den Content-Loaded-Event, dann bist du sicher, dass das ganze Dokument geladen wurde und das JavaScript erst dann ausgeführt wird, wenn alles da ist. Das kann vielleicht auch einmal nützlich werden. Dann möchte ich noch auf diese Seite hinweisen, Event Target Add Event Listener, das ist die Dokumentation zu dieser Add Event Listener Methode bei MDN. Und bei JavaScript Info gibt es ein ganzes Kapitel, das heißt Introduction to Events. Das ist vielleicht auch einmal eine interessante Lektüre, wenn du dich etwas näher mit dieser Materie befassen willst.